Ja, hallo Leute, zurück auf dem World of Tanks Testserver zum 7.3 Update. Ich wollte auch mal meinen Senf dazugeben. Ja, und wollte euch mal zeigen, was es so für Neuerungen gibt. Till hat es ja bereits in seinem Gameplay-Video teilweise schon angekündigt. Ich wollte euch das nochmal zeigen. Gleich auch mit einem der neuen Panzer, dem KV-4. Ja, also neu ist die Aufteilung des KV in KV1 und KV2. Der KV2 ist ab jetzt Tier 6. Der KV3 wurde von Tier 6 auf Tier 7 verlegt. Und jetzt gibt es anstelle des KV3 einen neuen Tank, den T150. Und auf Stufe 8 ist der neue KV4. Dahinter auf Stufe 9 der ST1 und der IS4 wurde aus dem IS-Baum in den neuen Baum, also in den neuen Technologiebaum gelegt, jetzt als Stufe 10. Dafür ist hier der IS-8 hinzugekommen. Andere Neuerungen sind noch zwei Premium-Fahrzeuge der Franzosen, eine Artillerie und ein Jagdpanzer. Das ist allerdings nicht so wichtig. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir auf eine der zwei neuen Maps kommen. Jetzt gleich im Gameplay. Und ja, dann hoffe ich mal, dass es gleich klappt. Ja, und da bin ich jetzt auch schon wieder. Ja, dann beginnen wir jetzt einfach mal. Also das ist der neue KV-4, Stufe 8 Panzer, daneben steht der KV-3 in Tier 7. Leider hat es jetzt gerade mit der neuen Map nicht funktioniert. Naja, egal. Ist auch ein neuer IS-8.
da wurden wir von einem Objekt 212 zerstört. Von wo auch immer. Naja, dann folgen wir halt noch einem der neuen, auch, ja, neuen Panzer ist zu übertrieben, weil er wird ja nur verbessern, damit man ihn als Tier 7 Panzer anbieten kann. Naja, das war jetzt kein so sehr gutes Match für ein Gameplay-Video. Aber ich denke, ich konnte euch mit diesem Video schon mal ein bisschen darüber aufklären, was jetzt im kommenden Update für Neuerungen spürbar sein werden. Und dann sage ich Tschüss.